Ehemalige DFB-Top-Funktionäre vor Gericht in Frankfurt. Es geht um Kohle, viel Kohle. 13,7 Millionen Euro, um genau zu sein. Der Vorwurf? Steuerhinterziehung. Jetzt die aktuellste Entwicklung in einem mutmaßlichen Geflecht aus Betrug, Korruption und schwarzer Kassen rund um das, was wir alle so gefeiert haben. Dieses Märchen ist für einige mittlerweile zur Odyssee geworden. Alle Hintergründe und was konkret den früheren DFB-Funktionären vorgeworfen wird, siehst du jetzt bei Das Thema, deinen exklusiven YouTube-News aus Hessen. Wolfgang Niersbach, Theo Zwanziger und Horst Schmidt müssen sich vor dem Frankfurter Landgericht verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, 6,7 Millionen Euro hinterzogen zu haben. Experten vermuten, um Deutschland mit gekauften Stimmen den Zuschlag für die WM 2006 zu sichern. Für die Anklage spielt es zunächst überhaupt keine Rolle, wofür dieses Geld schlussendlich verwendet worden ist. Es geht hier um die unrichtige Steuererklärung, dass eine Betriebsausgabe geltend gemacht worden ist, was keine Betriebsausgabe war. And the winner is Deutschland. Es war knapp im Jahr 2000. Mit 12-11 Stimmen hatte sich Deutschland gegen Südafrika durchgesetzt. Schon damals fanden viele, dass die Enthaltung des neuseeländischen Delegierten irgendwie merkwürdig sei. Nun ja, aber zunächst feierten wir das große Fußball-Sommermärchen, waren ganz benebelt und im Fußballrausch. Der große Kater kam 2015. Der Spiegel berichtet über schwarze Kassen beim DFB und einen möglichen Stimmenkauf durch die deutschen WM-Organisatoren. Und sowas wirkt nach. Und zwar bis heute. Das Vertrauen vieler Fans verspielt, erzählt uns Julian Held vom Eintracht-Video-Podcast Fußball 2000. Es geht eben nur noch ums Geld und nicht mehr um die Basis, nämlich die Fans. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil viele werden sich deshalb von Weltmeisterschaften bzw. vom DFB einfach immer mehr abwenden. Viele in meinem Umfeld und ich persönlich, ich habe gar keinen Bock mehr darauf. Ich habe keine Lust auf Länderspiele, die schaue ich mir nicht an. Ich habe gar keine Lust auf die kommende Europameisterschaft wirklich, weil mich das nicht catcht. Nicht nur, weil der DFB aktuell fußballerisch nicht performt und in den Gruppenphasen rausfliegt, da habe ich gar kein Problem mit. Aber alleine dieses Unehrliche da oben, dass man nicht genau weiß, was ist jetzt überhaupt, das finde ich sehr, sehr schwach und damit kann ich mich nicht identifizieren. Wie siehst du das? Freust du dich noch auf das nächste Fußballgroßereignis, EM 2024, oder bist du genervt von den ganzen Fußballskandalen? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Im Kern geht es im Prozess um eine Zahlung von 6,7 Millionen Euro. Die Angeklagten sollen diese Summe in die Steuererklärung des DFB als Betriebsausgabe deklariert haben. Und zwar mit dem Verwendungszweck Kostenbeteiligung OK an FIFA Football Gala. Mit OK ist das WM-Organisationskomitee gemeint. Doch eine FIFA Football Gala hat es nie gegeben. Die Verteidiger der ehemaligen drei DFB-Funktionäre weisen die Vorwürfe zurück, fordern Freispruch. Und einer der Angeklagten, Ex-DFB-Chef Theo Zwanziger, gibt sich nach dem ersten Verhandlungstag optimistisch. Ich habe den Eindruck, dass die Vertreter der Anklage sehr wohl wissen, dass sie auf sehr dünnem Eis sind und dass es einen Freispruch geben kann und geben wird. Unsere Gerichtsreporterin war beim Prozessauftakt dabei. Ich hatte auch heute wieder das Gefühl, dass zumindest bei den Angeklagten und deren Verteidiger immer noch die Meinung vorherrscht, Gott, wir hatten doch ein schönes Sommermärchen, was regen wir uns über das auf? Die haben es für die WM gemacht und sie haben es tatsächlich auch für Deutschland gemacht, das würde ich auch glauben. Aber das entschuldigt es doch nicht. Ich finde das falsch, weil jeder andere ja nur auch verfolgt wird, wenn er die Steuer bescheißt. In der Schweiz wurde schon mal ein Verfahren gegen die Verantwortlichen eingeleitet, aber da ging es um Betrug. Ein Ergebnis gab es nicht, denn die Taten waren, surprise, surprise, verjährt. In Deutschland hatte das Landgericht Frankfurt zunächst entschieden, dass die drei nicht doppelt für dieselbe Tat zur Verantwortung gezogen werden können. Der Prozess wurde eingestellt. Doch das Oberlandesgericht hat diesen Beschluss gekippt, denn anders als in der Schweiz geht es jetzt nicht um Betrug. Es geht um Steuerhinterziehung, um die ausgewiesene Betriebsausgabe für die nicht stattgefundene Gala. Die Ermittlungen haben ergeben,
dass diese vermeintliche Betriebsausgabe vielmehr der Ablösung eines privaten Darlehens des zwischenzeitlich verstorbenen Franz Beckenbauer gedient hat. Schauen wir uns aber mal an, was es mit der ganzen Kohle auf sich hat. Bisher scheint nur eins klar. Der mittlerweile verstorbene Franz Beckenbauer erhielt 2002 umgerechnet 6,7 Millionen Euro als Darlehen vom Adidas-Chef Louis Dreyfus, der inzwischen auch tot ist. Dann ging das Geld an FIFA-Funktionär Mohammed bin Hammam aus Katar. Wofür? Das ist bis heute unklar. Im April 2005 wurde das Darlehen zurückbezahlt, aber nicht von Beckenbauer, sondern vom DFB. Der überwies das Geld an die FIFA, die es wieder Louis Dreyfus zurückzahlte. Das sorgt natürlich auch für ein riesiges Misstrauen in den DFB. Man kann gar nicht mehr richtig vertrauen, sondern es sorgt für eine Nicht-Transparenz, die durch diese immer hin und her Prozesse irgendwie entsteht. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass die Ex-DFB-Funktionäre 2006 Steuern hinterzogen haben. Damit hat der DFB für das Jahr auch alle Steuerprivilegien verloren, sodass jetzt insgesamt 13,7 Millionen Euro Schaden entstanden sind. Das Landgericht hat 24 Verhandlungstage angesetzt. Dich hat dieses Thema interessiert? Dann könnte auch dieses Video was für dich sein. Der größte Finanzskandal Deutschlands. Klick dich rein und sehe, wie sich Millionäre riesige Summen an Steuergeldern haben erstatten lassen, die zuvor aber nie bezahlt wurden.